Der Blick geht nach vorne. Nach der bitteren Niederlage im Nordderby steht für unsere Mannschaft direkt das Pokalviertelfinale gegen den Karlsruher SC an. Dennoch hielt das Spiel gegen Werder Bremen für einen etwas Positives bei. Jonas Meffert erzielte sein erstes Tor für den HSV. Ja, also erstmal, es war wirklich ein sehr besonderer Moment für mich, auch weil ich jetzt so lange kein Tor geschossen habe und ich wollte unbedingt mal hier ein Tor schießen, zu Hause vor den Fans und so. Es war schon sehr besonders. Es war ein bisschen komisch, weil ich mir zu 100% sicher war, dass ich im Abseits stand, weil ich auch den Gegner hinter mir gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich habe mich einfach nur gewundert, dass er nicht direkt die Fahne gehoben hat. Und dann dachte ich, ja, vielleicht hat der den auch nicht gesehen. Kurz überlegt, ob ich ihn jetzt einfach liegen lassen soll. Und dann habe ich ihn schnell noch reingeschossen lieber. Ich hätte auch viel lieber kein Tor geschossen und das Spiel gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch klar. Trotz der Niederlage können unsere Jungs aus dem Spiel gegen den Nordrivalen letztendlich auch positive Schlüsse ziehen. Wir haben zweite Halbzeit echt gut gespielt, viel Druck gemacht. Die sind gar nicht mehr hinten rausgekommen. Klar lag auch daran, dass sie in Führung waren und es ja auch nicht so wirklich mussten. Aber ich fand trotzdem, dass wir eigentlich in der zweiten Halbzeit vor allem sehr gut gespielt haben. Nach drei Auswärtsspielen ist die Partie gegen den Karlsruher SC das erste Pokalheimspiel in dieser Saison. Diese Abende bringen immer ein besonderes Flair mit, weiß auch Meffert. Kommt hier rein und man sieht irgendwie direkt, dass das was anderes ist, was Besonderes. Das ist irgendwie, das schweißt auch ein Team zusammen. Ich finde, das hat man auch bei uns gemerkt nach dem Elfmeterschießen gegen Nürnberg oder jetzt auch der Sieg gegen den FC. Das hat nochmal so eine Kraft freigesetzt. Und deshalb, Pokal ist einfach was Besonderes, das ist so. Und das ist schon cool, wenn man da so weit wie möglich kommt. Das macht Spaß. Dabei war die Pokalreise des HSV in dieser Saison bereits mit einigen emotionalen Höhepunkten versehen, wie den Siegen im Elfmeterschießen in Nürnberg oder Köln. Das macht auf jeden Fall was, vor allem mit der Mannschaft, finde ich. Also das schweißt einfach dann nochmal richtig zusammen. Auch in Köln, also wie bitter da man da das Gegentor bekommt und man steht dann da im Kreis und dann sind aber zum Glück noch genügend Spieler, die dann sagen, ey, scheißegal, wir gewinnen das Ding trotzdem. Ja, und das zeichnet halt irgendwie ein Team aus und das hat man auch vor allem dann bei dem Elfmeterschießen gegen FC. Klar war es ein bisschen Glück beim letzten Elfmeter, aber irgendwo hatten wir uns das Glück auch verdient, so über das Spiel und am Ende auch verdient gewonnen, fand ich. Außerdem ist es für unseren Mittelfeldmotor ein Spiel gegen seinen alten Verein. Insgesamt 62 Spiele bestritt Jonas Meffert für den Karlsruher SC. Klar, jetzt das Hinspiel in Karlsruhe war schon irgendwie sehr besonders. Das ist ja auch so wegen dem Handspiel, Relegation und sowas. Das kam da irgendwie alles zusammen, aber das ist jetzt für mich eigentlich abgehakt. Und das ist einfach ein Viertelfinale im DFB-Pokal, das ist einfach besonders. Auf die Karlsruher traf unsere Mannschaft in dieser Saison bisher zweimal. Im Testspiel im Wintertrainingslager siegten unsere Jungs mit 3:1. In der Hinrunde endete die Partie 1:1 unentschieden. Dabei ist allen Beteiligten klar, worauf es gegen den KSC ankommt. Ja, ich finde, die sind sehr gefährlich offensiv bei Standards. Vor allem der Hofmann mit seinem Kopfballspiel. Wanicek hat sehr gute Standards, gute Flanken. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die immer gut ist für ein oder zwei Tore. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Gegner und es wird kein bisschen einfacher als gegen Köln beispielsweise. Mit einem Sieg würde der HSV zum zweiten Mal innerhalb von 4 Jahren in das Halbfinale einziehen. Für Jonas Meffert wäre es das zweite Halbfinale in Folge. Die Zielsetzung ist daher klar. Ja klar, wir wollen gewinnen, 100% natürlich. Der Blick geht damit weiter nach vorne, zunächst bis zum Pokalabend gegen den KSC.